habe jetzt die Nut mit der Oberfräsen gefräst und es passt wirklich ganz gut. Ich zeige es euch einmal. Wenn man sehen kann, es passt wirklich wunderbar. Und es ist auch kein Gespräch da, es geht sogar noch ein wenig streng. Aber es passt wirklich ganz gut. So, ich habe jetzt vorher noch eingetaucht meinen Sockblei, also eingeschnitten. Und dann habe ich es noch mit der Stichsäge jetzt ausgeschnitten sauber. Und jetzt passt das, jetzt ist voll versenkt das Sockblei. Und es passt. Ich habe jetzt noch mal die Platten da unten schon provisorisch festgeschraubt. Aber noch nicht richtig fest, weil das muss man jetzt noch ausrichten. Und das tue ich jetzt dann noch. Und ich zeige euch nur mal, wie das geht. Also man muss zwei Winkel nehmen, einen da in die Nut rein ansetzen und den anderen dann bei den anderen Winkel ansetzen. Und dann kann man die Nut zum Sockblei ausrichten. Aber bei mir passt jetzt das noch nicht ganz. Wie man an der Nut sieht, da steht noch ein wenig, der Winkel steht noch ein wenig nach innen. Also es gehört noch gescheit ausgerichtet. Aber ansonsten passt jetzt das dann, also ich richte jetzt das aus, dann passt's. Und so ist das am gescheitern, weil dann ist es wirklich genau im rechten Winkel zu der Führungsschiene dann auch. Ich habe mir jetzt da einen Streifen Multiplex abgeschnitten. Und ja, also so im Brennen haben es 9 mm so. Und die anderen Seiten, also die Seiten haben es 12 mm. So, den Streifen von vorher habe ich jetzt da aufgeklemmt auf ein Stück Multiplex-Platten. Und die habe ich nicht zugeschnitten gehabt, weil die hat vor allem von auch schon so passt. Und der Rest wird ewig geschnitten, wenn ich es jetzt probiere dann, wenn es triggert ist. Und auf jeden Fall los ist jetzt trickern und dann probieren wir es. So, ich habe jetzt das Ganze nachgemessen und auf die gesamte Länge haben es ungefähr einen halben Millimeter, wo es vorn und hinten nicht, also wo es Unterschied ist zwischen vorn und hinten. Aber halber Millimeter ist echt gar nichts. Das kann auch sein, dass ich mich leicht vermessen habe. Und deswegen, das passt wirklich. So können wir das lassen. Und wenn man nochmal sieht, das passt auch haargenau auf die Führungsschiene. Auf jeden Fall brauche ich noch mehr ein feines Sägeblatt. Und ja, aber es passt auf jeden Fall ganz gut und auch das passt super. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht baut ihr es ja noch, die Führungsschiene. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben oder nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Also dann, Servus.